ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Rose Fröhlich, eure Ernährungstante. Heute mit dem Thema echter Patientenfall und zwar zu dem Thema Sportkaloriendefizit und dass der Patient sozusagen nicht abgenommen hat. Also er hat sich gefragt, was macht er falsch? Also denkt dran, Plus weg, Abo abschließen, je nachdem, wo ihr bei mir unterwegs seid. Ich ja, erkläre euch jetzt mal, was passiert ist. Also, es kam ein Patient, der schon so ein bisschen aus dem Hochleistungssport früher kam. Also für den war die Sportgeschichte sozusagen immer Riesenthema, hat aber durch Krankheit zugenommen. Und nun war die Grundidee, dass er überlegt hat, ne, man sagt ja immer Kaloriendefizit, ordentlich Sport machen. Kennt ihr wahrscheinlich alles aus der Medizin, wird ja ewig Thema sein oder ist ewig Thema, dass das forciert wird. In diesem Falle war es so, dass der Patient sehr viel tatsächlich 3-4 Mal die Woche Sport gemacht hatte und einer beruflichen Tätigkeit nachgegangen ist, die eine sehr hohe Taktung hat, also in der Regel sehr viel gelaufen ist in dem Job und es gab auch sehr viel Stresssituationen, was natürlich manchmal auch durch Personalmangel und so vielleicht ja euch auch allen bekannt ist. Und dann war die Frage, was nun tun? Die erste Grundfrage an der Stelle ist immer, macht der Sport Spaß? Das heißt, wichtig ist immer, wenn ich 4-mal die Woche Sport mache und ins Fitnessstudio gehe oder in Sportverein oder ähnliches und mir macht es keinen Spaß, dann ist es ganz wichtig, die Sportart zu überdenken, weil das unterschwelliger Stress ist. Und wenn ich eine zu hohe Stressbelastung habe, egal woher sie kommt, sei es unterschwellig, sei es durch die Arbeitstätigkeit, durch die Lebenssituation, geht immer Adrenalin und Cortisol hoch, also diese Stresshormone lassen die Blutzuckerwerte ansteigen und dadurch geht auch das Körperfett meistens ins Nirvana. Also der Zucker aus Stressbelastung kann sozusagen durch die Stresshormone entstehen und dadurch kann das Körperfett hochgehen. Was ist noch möglich? Die Stressbelastung, ja, da muss man immer so ein bisschen gucken, kann ich das ändern oder nicht? Was ist da aktuell möglich? Manchmal helfen, den Sport etwas zu reduzieren, also vielleicht von 3-4 Mal die Woche Sport auf zum Beispiel 1-mal zu gehen oder auch eine Sportart auszusuchen, die einem überhaupt Spaß macht. Der weitere Punkt ist, dass man immer gucken muss, wird für die hohe Aktivität, sei es beruflich, sei es privat, sei es über die Sporttätigkeit, wird an der Stelle genug gegessen. Und da hatten wir auch einen Punkt, dass bei dem Patienten tagsüber fast gar nichts gegessen wurde, vielleicht mal ein bisschen Obst oder Obstsmoothies getrunken wurde mit dem Gedanken, Obst ist ja gesund, aber die lassen natürlich immer schneller den Blutzucker ansteigen, gerade die Obstgeschichten, wenn es mehr als 2 Stücke Obst pro Tag sind. Und diese lange Nüchternphase, und das ist das Hauptproblem erstmal, und auch die wenige Eiweißmahlzeit, also er hat sozusagen tagsüber viel zu wenig gegessen, führt dazu, dass er am Abend nachgeholt hat. Dann wurde natürlich auch noch genascht am Abend, um die Kalorien, die am Tagesverlauf fehlen, nachzuholen. Und da ist es so, dass man versuchen muss, die langen Nüchternphasen tatsächlich anzupassen. Das heißt, er hat eiweißreiche Mahlzeiten eingebaut, Quark, Joghurt, Eiweißshake selber gemacht mit ein bisschen Obst, das Obst nicht alleine gegessen, sondern immer mit einer Eiweißquelle, hat sich Brot fertig gemacht, Brotbox fertig gemacht und ist ins Essen gekommen und hat den Sport überdacht, hat das reduziert. Und ja, was die Stressbelastung angeht, in diesem Falle war es so, dass er tatsächlich überlegt hatte, eine neue Arbeit zu machen. Diese Beratung selber, die wir dann gemacht haben, auch nochmal zum Verhaltenscoaching, ging tatsächlich in die Richtung, dass er das schon länger überlegt hatte. Ist natürlich nicht immer möglich und das weiß ich auch, dass kurzfristige Stressbelastung immer mal sein können. Aber langfristig muss man immer überlegen, will ich Körperfett haben durch die Stressbelastung oder habe ich die Möglichkeit, da vielleicht auch etwas zu verändern. Also schaut auf euren Stress, schaut auf, dass ihr nicht so lange Nüchternphasen habt, Essen einbauen, eiweißreich und dann sollte das eigentlich funktionieren. Habt einen schönen Tag, vielen Dank und denkt dran, Plus weg. Abo da lassen, je nachdem, wo ihr mich seht. Liebe Grüße, eure Sandra. Tschüssi.